Sie sehen einen Podcast der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Videopodcast der Freien Missionsgemeinde Region Zofingen. Schön, haben Sie sich dazu geschaltet und verbringen Sie die nächsten Minuten mit mir und den Gedanken, die ich gerne mit euch teilen möchte. Im Matthäus-Evangelium 6, Vers 25 sagt Jesus: Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Für manche von uns mag diese Aussage von Jesus Christus in diesem Moment eher provokativ tönen. Ganz nach dem Motto: Mach dir keine Sorgen. Ja, mach dir keine Sorgen, das kann man gut sagen, wenn es im Leben rund läuft und alles in Ordnung ist und es einem ganz persönlich gut geht. Aber diese Aussage in einem Moment der Schwierigkeiten und der Herausforderungen, wie wir sie erleben, ist diese so angepasst? Ich denke, wir alle haben im Moment in unserem Alltag die ein oder anderen Situationen, in denen wir mit Sorgen konfrontiert sind. Und dabei spreche ich nicht von Sorgen, wie zum Beispiel, ob ich das richtige Brot oder das mir passende Brot im Coop noch finde, sondern ich spreche von Sorgen, die viel weitreichender sind. Wie kann ich mir keine Sorgen machen, wenn ich im Moment Kurzarbeit leisten muss? Ja, wie weiß ich, wie es danach weitergeht, nach der Krise? Meine Firma ist bis heute nicht wirklich auf stabilen Beinen gestanden und wie sieht es danach aus? Ist meine Stelle in Gefahr? Verdiene ich in ein paar Monaten nichts mehr? Wie kann ich mir keine Sorgen machen, wenn ich in meine Familie schaue und so die ein oder anderen Personen betrachte, die zu den sogenannten Risikogruppen gehören? Vielleicht ich selber zu dieser Gruppe gehöre und ich schlicht und ergreifend nicht weiß, wie ich reagieren würde oder meine Familien reagieren würde, wenn wir angesteckt würden. Wir leben in Tagen mit Sorgen. Sorgen, die uns immer wieder auch beschäftigen, ja je nachdem auch schlaflose Stunden bereiten können. Und genau in diesen Tagen zitiere ich Jesus, der sagt, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Jesus spricht gegen das Sorgenmachen. Aber man kann sich fragen, weshalb überhaupt? Dies macht er etwas später deutlich, ebenfalls in einem Vers aus dem Matthäusevangelium. Dort sagt er: Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Sorgen bereiten, so führt uns Jesus vor Augen, bringt eigentlich nichts. Sorgen lösen keine Probleme. Sorgen verbessern unser Leben nicht. Ja, sie verlängern es auch nicht. Nein, Sorgen führen eigentlich dazu, dass ich die kostbare Lebenszeit, die mir zugerechnet ist, eigentlich verliere und mit dieser Zeit etwas Sinnvolleres anstellen oder nutzen könnte. Doch Jesus, so wird uns bewusst in diesem Text, den ich euch vorgelesen habe, dass er weder das Thema Sorgen noch die Personen abwertet.
In keinem der Texte kommt uns entgegen irgendwo die Aussage, ach, eure Themen sind schlicht und ergreifend lachhaft. Hört doch auf. Es kommt uns auch nicht entgegen, dass er Menschen belächelt, die sich Sorgen machen. Aus seinen Äußerungen wird deutlich, er nimmt das Thema, die Thematik und die Menschen ernst, die sich Sorgen machen. Aber er bleibt nicht dort stehen. Sein großes Anliegen ist es, dass alle Menschen, die sich Sorgen machen, nicht an diesem Punkt verharren oder wie in eine Schockstarre treten, sondern ihnen aufzuzeigen, dass es eine Option gibt, was wir mit unseren Sorgen in unserem Alltag anstellen können. Im ersten Petrusbrief wird uns eine solche Option aufgezeigt. Dort heißt es nämlich, und legt all eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Der große Wunsch von Jesus Christus ist es, dass wir unsere Sorgen aus dem Alltag zu ihm bringen. Dass wir in all diesen Bereichen, die uns auch heute in dieser Zeit Sorgen bereiten, all dies vor ihn bringen und bei ihm in Worte formulieren. Und so möchte ich euch, uns alle heute Abend oder heute ermutigen, diesen Ausspruch für uns und unser Leben in Anspruch zu nehmen und uns an dem Versprechen von Jesus festzuhalten. Wir reden davon, dass wir Sorgen loslassen sollen, bei Jesus platzieren sollen. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich in mein Leben schaue, dann merke ich, wie dies manchmal ganz schön schwierig ist. Sorgen können so wie Kletten sein. Man versucht sie abzuschütteln und in der nächsten Minute sind sie bereits schon wieder da. Beschäftigen uns und nehmen meine Gedanken ganz persönlich immer wieder ein. Ich habe damit begonnen, dass ich immer auch wieder eine symbolische Handlung zu meinen Sorgen abgeben, ganz persönlich tätige. Es kann sein, dass ich einen Stein nehme, entweder in den Wald werfe oder in einen Fluss, oder aber, dass ich meine Sorgen auf ein Blatt schreibe und danach in irgendeiner Weise vernichte. Es hilft mir, gerade in diesen Momenten, wenn mich die Sorge wieder einholt, mich an diese Situation zu erinnern. Du hast sie weggeworfen, du hast sie vernichtet, du hast es losgelassen. Als Kirche möchten wir Möglichkeiten bieten, auch euch ganz persönlich zu helfen, Sorgen des Alltags in der momentanen Situation loszulassen. Als Kirche haben wir nebenan im Nebengebäude im Spicher einen sogenannten Gebetsraum eingerichtet. Dieser ist, solange wir noch keine Ausgangssperre vom Bundesrat verordnet bekommen haben, offen. In diesem Raum bietet sich die Möglichkeit, eure Sorgen, die euch in eurem Alltag begleiten, niederzuschreiben und zu platzieren. Mit Namen oder anonym. Ebenfalls befindet sich auf unserer Homepage eine Pinnwand. Auch dort gibt es die Möglichkeit, eure Sorgen als Gebetsanliegen zu platzieren. Oder aber auch via Mail an info@fmgz.ch. Eure Anliegen, eure Sorgen könnt ihr so
mit anderen teilen. In unserer Kirche werden Menschen speziell für diese Anliegen beten und mit euch den Weg gehen, diese Sorgen bei Gott zu platzieren. Vielleicht möchtet ihr aber auch ein Gebet in Anspruch nehmen. Ein Gebet, das euch hilft, diese Sorgen bewusst bei Jesus zu formulieren und bei ihm zu lassen. Auch dies ist telefonisch möglich unter der Nummer 062 751 41 66. Dort sind wir erreichbar, auch gerade für solche Anliegen. Legt all eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Lasst uns den Weg gemeinsam gehen, unsere Sorgen des Alltags bei Jesus Christus abzulegen. Nehmen wir Jesus bei seinem Wort, dass er für uns sorgt.